Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die schwarze Filmdose in Time. Die vorletzte Ausgabe, denn wir sind tatsächlich schon bei 1998 angelangt. Und wie geht's dir so? Müssen wir uns einen neuen Ort suchen, weil dann wird's hier nämlich scheißkalt. Ja, das stimmt. Wie geht's dir so? Das geht nicht. Ich frage nur im Hinblick so auf die letzte Folge, das Ende besonders und so. Ach, das meinst du? Ja, es ist eigentlich alles voll super. Mein Gehirn produziert den Scheiß jetzt wieder selber. Das Problem ist nur, dass das alles mögliche an Endorphinen und so eine Kassette. So, wir wollten eigentlich über Filme reden. Also, fangen wir jetzt mal an. Bevor wir anfangen, müssen wir doch wieder unseren Scheiß machen. Ja, also natürlich. Unter den 100 Millionen Filmen, die der gute Sifredi in diesem Jahr drehte, war doch glatt einer bei, der hieß Romans. 100 Millionen waren es da schon. Es waren schon 100 Millionen. Das ist nicht schlecht, dass er seinen Schwanz überhaupt noch hat. Ja, nutze ich nicht ab. Ne? Ja gut, okay. Damit hätten wir die seriösen Zuschauer jetzt schon wieder verschreckt am Anfang. Das machen wir absichtlich. Das machen wir wirklich absichtlich. Dann können wir mal ganz unter uns reden. Ja, ist fangen das wir doch, Wort verwandt mit dem Wort Serienkiller? Ja, natürlich. Ja, dann. Und böse. Seriös. Also in diesem Jahr beklagten wir Leute wie, also dieses Jahr, also das 98. Jahr war ganz schön schlimm. Falco hat sich totgefahren. Oh, was unter ja Drogen. Eigentlich total behindert ist, weil der könnte ja echt noch leben. Der könnte auch noch Musik machen und alles. Obwohl oh, sollte er lieber nicht. Nee. Oh, komm, war nee, das war schon ganz gut. Aber der war extrem arrogant, ne? Also ja. Wenn er sehr auf Droge war, war der jetzt so, ach komm, Mädel, schau's mal. Ja, wenn man Dieter Bohlen glauben darf, war er, wenn er richtig down war, richtig nett. Ja, er keinen Erfolg hatte. Das war gut, ganz, davon mal abgesehen. Das war ein ganz depressiver Mensch. Naja, egal. Ich weiß. Witzigerweise, ich dachte immer, Frank Sinatra wäre früh gestorben. Aber der starb doch echt erst 98. Echt? Ohne Kacke? Da war die ja irgendwie schon 80 Jahre alt oder so. Ja, gut, 80 ist ja jetzt auch kein alter Rot zum Tage mehr. Ne? Aber so wie der gelebt hat. Man kann da älter werden noch. Man in der Mafia gesoffen, rumgehurt. Also, da, komm, hier. Weiter. Ja, Sonny Bono ist an dem Tag gegen Baum gebrettert, bam, tot. Ja, meine Güte. Und, was ich persönlich ganz schade fand, Linda McCartney. Ach, sprachen ja wir ja schon mal drüber, ja, dass der gute Paul danach, der hat sich da nie von erholt. Wenn man die große Liebe verliert, dann lässt man sich mit irgendeiner Dreckshure ein, die einen die Milliarden aus dem Arsch popelt. Und wenn sie auch nur ein Bein hat, sie kann trotzdem scheiße sein. Wer Linda McCartney? Nee, egal. Ach, die andere Hure da, ja. Lesbo Mac Schlampen gesagt. Fangen wir mit dem ersten Film an. Ja. Und zwar haben wir da. Ja, haben wir da! Haben wir da! Damit fangen wir nicht an. Wir fangen mit White Things. Wild Things! Warum hast du den eigentlich nicht? Das ist voll ein Scheißfilm. Was? Ach komm. Der ist so geil verkettet und verstrickt und außerdem machen diese Schlampen rum. Das ist voll geil. Wie heißen sie noch? Steht hier jetzt. Ah, ich hab da einen falschen Film geguckt. Dennis Quaid und. Ja, die geile Schlampe, Alter. Die war geil. Und Kevin Bacon. Ja, Nein, Neve Campbell und die andere Hure. Keine Ahnung, steht hier ganz nicht. Genau, die auch bei Starship Troopers mitgespielt hat. Richtig, die Ex-Frau von der anderen Drecksau. Was wolltest du jetzt darüber sagen? Es geht darum, dass ein kleines Mädchen geht zum Lehrer, der ist sehr beliebt. Alle Mädels stehen total auf den. Das ist irgendwo in so einem reichen Viertel, viele reiche Schüler mit reichen Eltern und so weiter. Ja, wie geht's denn dann? Dann behauptet sie, er hätte sie vergewaltigt. Dann gibt's Tralala, da kommt noch eine andere, der hat mich vergewaltigt. Am Schluss kommt raus, das war alles nicht so. Das war alles nur ein Trick, um an die Kohle von der ein Tussi ranzukommen, weil die Mutter sie da nicht ranlässt, weil sie noch keine 18 ist. Dann merkt man, das ist so eine Dreierbeziehung. Dann versuchen die Zeugen aus dem Weg zu räumen. Es ist abgedreht und geil zu gucken. Als der rauskam, habe ich den, glaube ich, einmal gesehen auf Video. Also als er auf Video rauskam. Zum Schluss versteht man noch nicht so ganz, was das Ganze eigentlich soll. Es ist aber geil. Doch, mit Kevin Schinken und Matt Damon. Bikinis anhaben oder sowas. Ja. Netter Film, kann man sich heute auch noch angucken. Ah, alles klar. Auf Idee. Wegen der Bikinis habe ich das wahrscheinlich auch damals geguckt, als fast noch Pubertier. Die lecken sich auch voll ab, die Huren. Das Problem nicht ist, dass so ich Neve Campbell aber auch noch nie so toll fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mein Ding ist sie jetzt auch nicht, aber. Obwohl mein Ding. Ich sag dazu nichts mehr. Ich weiß, du willst das, aber ich sag nichts. Mach du jetzt. Thursday! Jetzt darfst du es nochmal erzählen, weil ich es auch nicht mehr so hundertprozentig auf die Kette haben wir auch schon mal eine schwarze Filmdose drüber gemacht. Wir haben das sogar schon mal eine schwarze Filmdose drüber gemacht, deswegen sparen wir uns das jetzt, sagen nur mal eben dazu mit Thomas Jane, den Namen finde ich aber noch irgendwie total geil. Ja, und der Typ ist auch eigentlich ganz cool. Der Typ ist der geil. Der hat mal den Punisher gespielt, Mann. Das war seine Hochzeit auch gerade. Leider ist nichts aus ihm geworden. Leider ja, ist so eine Art Kammerspiel. Irgendwelche bösen Leute wollen die Drogen wieder haben, die er in seiner Butze hat. Er hat damit gar nichts zu tun und ist schon ganz geil. Dieser Film ist Schweine, Pissen, Ficken, Rammeln in den Arsch, geil.
Gut. Der ist so abgedreht und durchgedreht, wie ich schon immer gerne sage, es gibt wirklich nur eine Handvoll Filme, die man Tarantino-like nennen kann, und der gehört auf jeden Fall dazu. Also, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Weil das jetzt ziemlich kurz war, mal gleich einen hinterher, und zwar damit du es auch gleich hinter dir hast. Ein Film, den ich letztens gesehen habe und auf Facebook auch dazu aufgerufen habe, dass man sich den doch mal angucken soll, weil der ist wirklich schweinegeil, und zwar Still Crazy, ein englischer Film. Ein Musikbandfilm. Lass uns über Turtles reden, den habe ich nämlich letztens im Kino gesehen. Nein, das möchte ich jetzt nicht. Das können wir vielleicht zum Schluss nochmal erwähnen. Aber jetzt möchte ich über Still Crazy reden. Aber ich nicht. Aber auch. Aber deswegen musst du mich jetzt auch nicht anfassen und so. Also, obwohl schon sehr besinnlich das Ding. Also mit Stephen Rear. Oha! Und so Leuten, die man eigentlich eher so gar nicht so kennt. Es ja. sei denn, man hat mal die Underground. Underworld hieß es, ne? Serie gesehen. Mit dem bösen Obervampir, der im ersten, zweiten und ich glaube auch im dritten mitspielt. Ach, der? Ja. Ja, ja, ne? Ja. Dieser englische Schauspieler, der spielt hier auch mit. Der ist gut. Und das ist in diesem Film geht es um Strange Fruit. Das war in den 60er Jahren irgendwie so eine richtig angesagte Band, die aber nie so wirklich ihren Durchbruch erlebt hat. Der Sänger ist dann irgendwann gestorben und der Bruder von dem Sänger, der Gitarrist war, der verstand sich dann irgendwie so mit dem jetzigen Sänger nicht, und dann gab's Querelen und Pipapo. So, bumm, 30 Jahre später sind die alle ganz schön alt und haben irgendwie Bock auf Revival, oder zumindest einer von denen, und versucht die alte Truppe wieder zusammenzutrommeln, und die kriegen auch alle quasi so mehr oder weniger zusammen, weil die auch alle keine Kohle mehr haben und eigentlich Sprichst auch du über Blues Bock. Brothers? Ja, so ein bisschen. Dieser englische Schauspieler, den du meintest, ja. der hat in England... hat er eine Mega-Berühmtheit, was glaube ich wohl daher kommt. Der ist auch echt cool. Ja, der ist ganz gut. Der macht auch immer in den Shaun of the Dead-Filmen und den ganzen Krams immer mit. Das ist ein Kultschauspieler, weil, glaube ich, der in dem Original von Dawn of the Dead, dieses Zombies im Kaufhaus hieß er, glaube ich, in Deutschen, mitgespielt hat. Von 1978 oder so. Da hat er mitgespielt, auf jeden Fall. Das weiß ich wohl. Schreibt es in die und Kommentare. Ich glaube, daher kommt diese Berühmtheit, Beliebtheit. Möglich. Auf jeden Fall macht er hier auch eine richtig geile, und ist auch ein Cover auch ganz vorne übrigens abgebildet. Also es kann sich um Phil Connolly oder Jim Neill handeln. Könnt ihr euch selber aussuchen. Auf jeden Fall nicht um Michael Jackson. Nicht um Michael Jackson, weil der ist tot. Aber 98 war der, glaube ich, sogar noch nicht mal mehr ein Schwarzer. Oder? Kann das sein? 98? Nee, da fing das schon an. Ja, ja, ja doch, also doch, irgendwie doch. So, dass er in die Bleiche gefallen ist. Nochmal zu Strange Fruit und so. Der Soundtrack ist wirklich geil. Es macht wirklich Spaß, diesen Film zu gucken, weil er saukomisch ist, aber trotzdem auch immer so eine unterschwellige... Ja, weiß ich auch nicht. Er hat so eine Symbolik, er ist auch so ein bisschen typisch englisch-melancholisch irgendwie, aber überhaupt nicht vordergründig, sondern immer so zwischendurch. Und das mag ich unheimlich gern, dieser Mix und dieses ganze Ding. Möchte ich was sagen? Ich habe jetzt kein bisschen verstanden. Ja, weil du mir nicht zuhören tust. Nein. Wie immer. Aber guck ihn dir mal an, falls du ihn noch nicht gesehen hast, wenn du wirklich so Musikfilme machst. Es geht ja nicht die ganze Zeit mag nur um Mag ich ja Mucke. Gar nicht. Mich überrascht es immer nur, Songs, wenn ein Musikfilm mir gefällt, wie zum Beispiel Almost Famous oder the Commitments, Chorus Line. Ja gut, Chorus Line, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber wenn du die anderen Filme mochtest, dann wirst du den auch mögen. Und der ist einfach total zu Herzen. Vielleicht will ich den gar nicht mögen. Aber er ist überhaupt nicht platt. Also man denkt immer so, bei solchen Sachen, nee, da geht's so. Nee, das ist richtig geil. Und die Songs sind auch richtig geil. So, und am Schluss habe ich immer noch Pipi in den Augen, auch wenn du das gay findest. Ist mir egal. Ich finde das gar nicht gay. Ich finde gay, dass du den Film allgemein erwähnt hast und dass du lebst. Mach weiter, siehst du? So, jetzt haben wir hier. Den habe ich hier Ausrufezeichen gemacht, weil ich den machen will und nicht du. Ich finde, wenn du den Film vorträgst, ist das wie, als würde ein Penner den römischen Kaiser ankündigen. Talk to the can. Ja. Okay, es geht um Desperate Measures, den Film mit dem guten, wo mir der Name nicht einfällt. Haben wir auch schon eine schwarze Filmdrose gemacht. Yeah. Michael Keaton. Mach weiter. Okay. Ja gut, ganz kurz nochmal erzählt. Es ist einfach schön, weil Michael Keaton einen unfassbar geilen Bösewicht macht. Es geht darum, dass ein Polizist alle Grenzen und Regeln bricht, um seinen Sohn zu retten. Der braucht Knochenmarkspende, geht in die Datei, guckt nach, wer ist denn da. Oh, da ist sogar einer, der passt, der einzige auf der ganzen Welt, der passt anscheinend, aber der sitzt in der Todeszelle. Und dann geht er hin und sagt, willst du nicht meinen Sohn retten? Er sagt, ach Nigga, weißt du was, ich habe da jetzt nochmal die Gelegenheit, jemanden umzulegen, indem ich einfach gar nichts tue.
Ja, letztlich und aber dann trotzdem... auch noch den Sohn eines Bullen. Wie geil ist das denn? So. Und Michael Keaton macht diesen Bösewicht echt scheißen gut. Zumindest sagt er, Alter, ich mach's doch, weil er einen Plan hat auszubrechen. Bricht er noch aus. Während der OP. Verarscht alle, weil der Typ ist ein verficktes Obergenie-Gesicht Dingensbummens. Und eine Verfolgungsjagd findet statt. Und dieser Polizist versucht natürlich die ganze Zeit, ihm am Leben zu erhalten. Weil wenn er tot ist, wird das Rückenmark unbrauchbar für seinen Sohn. Und es wird echt knapp mit der Zeit und das ist ein Affenschweine-Rülpser. Und außerdem versucht er ihn natürlich die ganze Zeit am Leben zu halten, damit er noch Batman 3 drehen kann. Hat dann leider trotzdem jemand anderer übernommen. Ja. Blöd, aber gut, kann man nichts gegen machen. Gut. Ja, es ist eigentlich totaler Blödsinn, was ich gesagt habe, weil Batman 4 ja schon raus war, aber okay. Ich musste den Gag bringen. So, dann haben wir nochmal... Nee, das gucke ich nicht. Das mit den explodierenden Unterhosen. Nee, Jeans-Hosen. So. Da kannst du gerne was drüber sagen. Ich sag lieber was über Zivilprozess. Und Zivilprozess ist ein Film mit John Travolta und ist der langweiligste, nicht sagen, das bescheuerste Titel aller Zeiten für einen Film überhaupt. Zumindest, der so geil ist. Weil es ist ein Gerichtsfilm und da geht es, ja, es geht um einen Zivilprozess, hätte man jetzt nicht gedacht. Also, da ist so eine Kleinstadt und da kriegen andauernd irgendwelche, ich glaube, die ganzen Kinder waren das sogar, Leukämie. Und zwar so viele auf einmal, dass das irgendwie 500% über der normalen Rate liegt. Und es gibt da aber eine kleine Gerberei, die da ihren ganzen Scheiß scheinbar in den Fluss kippt und das ins Grundwasser sickert. So, ne? Und die Stadt ist total verzweifelt und will da so an John Travolta ran. Eigentlich nur durch Strahlung. Mag sein. John Travolta ist auf jeden Fall so ein Typ, der in einer Anwaltskanzlei arbeitet. Die sind auch recht gut, sag ich mal, ne? Sehr bekannt. Und deswegen treten die an ihn ran. Und er sagt so, ja, komm hier, die haben keine Kohle, was willst du da machen? Auch so eine kleine Gerberei. Ganz am Anfang sagt er auch, je größer der Gegner ist, desto höher ist der Vergleich. Weil fällt dir das auf? Die haben wohl irgendwann gemerkt, John Travolta hatte sein Coming Back und wird noch, wenn er jetzt noch mehr geile Filme macht, wird er zu Gott. Deswegen müssen wir ihm so eine Kacke andichten, damit er schlechter wird. Möglich. Also der Film ist wirklich richtig gut. Je Kunde, desto höher ist auch der Vergleich. Und der Vergleich heißt nicht, dass sie ihre Schwänze rausholen und sagen, wer hat gewonnen, sondern das wäre aber cool. Die Firma setzt sich dann mit den Betroffenen zusammen und sagt, ja, komm, wie können wir das jetzt regeln? Ich glaube, Sigrid hat mal so einen Film gemacht. Ja, ganz genau. Nur, dass Prozessvergleich wurde, ja. Auf jeden Fall fährt er dann trotzdem hin und guckt sich das mal so an, will eigentlich schon wieder gehen und sieht, dass diese kleine Gerberei nur so eine kleine Unterfirma von dem Mega-Chemiekonzern ist. Und dann reibt er sich so die Hände und oh, das wird schön so. Ne? Und dann bereiten sie die Anklage vor und alles so. Und dann, es ist so herzerreichend. Es geht so schief, der ganze Scheiß geht so in die Grütze. Gut, ein bisschen gespoilert, guckt ihn euch an, der ist wirklich richtig toll. Und vor allem nach einer wahren Begebenheit. Wie kann das denn in die Grütze gehen? Guck ihn dir an. Nee, jetzt will ich dir nicht mehr gucken. Boah, boah, boah. Okay, sprechen wir doch mal über... Nein. Ja, dann nimm nicht. Gut. ein perfekter Mord. Ja, da kann ich gar nicht mehr so viel drüber essen. Michael Douglas, ich eigentlich Michael auch Douglas, nicht, ja, genau. Aber der ist, glaube ich, mit Viggo, nur dass man nicht mehr seinen Pimmel in der Kamera sieht. Viggo Mortensen. Ja, es geht einfach darum, dass Michael Douglas hat eine geile Olle, die hat aber einen Stecher, und zwar Viggo mit seinem Wackelpimmel bei der russischen Mafia. Und er ist irgendwie so ein arbeitsloser Künstler oder irgendwie so ein dummes Schwein. Und er findet das raus und sagt, nee, jetzt will ich die Frau loswerden, ich will die tot haben. Geht zu diesem Geliebten seiner Frau und sagt, ey, ich weiß, dass sie meine Olle ficken und so weiter, wollen sich 1000 oder 1 Million Dollar verdienen, bringen sie meine Frau um. Und ich bin fein raus. Nun ist es aber so, der Typ ist ja nicht blöd, der bringt das nicht übers Herz, das selber zu machen, heuert auch jemand dafür an. Die Olle kriegt zufällig irgendwie ein Fleischthermometer zu packen und rammt ihr das in den Hals. Und er muss dann versuchen, cool zu bleiben, möglichst alles so normal aussehen zu lassen. Dann kommt dieser Zwiespalt, dieser typische blöde Polizistcharakter, der sagt, der bleibt mir ein bisschen zu ruhig. Und naja, aber eigentlich ein ganz netter Film. Ah. Muss man jetzt auch nicht so viel drüber sagen. Wiggle, wiggle, wiggle. Ich musste mir heute wieder Enjoy Radio anhören, so ein Dreck haben wir ja Jemi, nee. Okay, dann kommen wir mal zu meinem nächsten Film. Und zwar ist das Lethal Weapon 4, zwei Profis räumen auf. War mir gar nicht klar, dass der zwei Profis räumen auf heißt. Ist ja auch total behindert. Okay, muss ja immer irgendwas mit Profis drin sein, ja. Das fing ja schon so eine... Zwei ja, Profis okay. Trinken super und... Ganz genau, das war das, mit den Trikes rumfahren, ja, ich weiß noch. Nee, auf jeden Fall, man kennt es, Mel Gibson, Danny Glover und Joe Pesci spielen in einem grandiosen, geilen Buddy-Movie mit.
Man dachte, es kann dann gar nicht mehr toppen, aber die haben es mit dem Film nie geschafft. Den dritten fand ich ja nicht so toll, habe ich ja schon mal gesagt. So, ne? Der war, weiß ich auch nicht, von der Gesamtkonzeption irgendwie nicht mein Ding. Das war, ging mir einfach um zu wenig. Aber bei diesem Film ist das schon wieder irgendwie ganz anders. Und er ist einfach so geil gemacht. Und Jet Li spielt natürlich auch einen super geilen Bösewicht. Der am Ende, oh nein, das dürfen wir nicht sagen, aber was auf jeden Fall bemerkenswert ist, dass der doch ein bisschen rassistisch ist, habe ich mir sagen lassen, weil er ihn ja ständig Peking-Ente nennt und so, weil er aus China kommt. Und der behauptet, der nimmt eure Typen wieder mit, weil wir auf sie scheißen. Ja, wir wollen sie hier nicht. Das ist schon ein bisschen, ja, doof. Na gut, okay, wir haben ja auch schon mal auch über diesen Film eine schwarze Filmdose gemacht. Es scheint tatsächlich dieses Filmjahr gewesen zu sein, wo viele gute Filme rauskamen, über die es wirklich zu reden lohnt. Der vierte ist ein richtig geiler Abschluss. Wenn ich diesen Abspann immer sehe, dann denke ich, mach doch noch einen fünften, bitte. Warum denn nicht? Aber vielleicht haben die das Ende wirklich ein bisschen zu lang gezogen. Ich glaube, das ganze Ende, ich meine, die Action ist vorbei und das Ende noch 25 Minuten oder irgendwie so. Ja, aber wenigstens wird man dafür, dass man da 2 Stunden noch was durchgehalten hat, als Fan nicht betrogen und abgespeist mit... Und was ich immer noch sehr traurig finde, ist diese eine Stelle... Und ich meine jetzt nicht das mit Fröschi, ja, das ist auch traurig, cool. Aber wo Roger da sitzt und irgendwie so ein Pflaster im Gesicht kleben hat und Riggs ihn fragt, na, alte Klinge, altes Gesicht. Wir sind zu alt für den Scheiß. Das ist so wir sind zu alt für den Scheiß. Ja, schön. Möchtest du noch mal was drüber sagen? Ja, ich fand das eigentlich ganz mutig von denen, dass sie jemanden wie Chad Lee als Bösewicht eingesetzt haben, aber da haben sie keinen Fehler mitgemacht. Das passte irgendwie, es war ein geiler Gegensatz. Also, auf jeden Fall. Lecky, Schlecky, Lutschi. Oss vs. West, das war das Beste. Ja, nie immer. Das stimmt. Rocky 4 zum Beispiel. So, du bist dran. Rocky 4? Mhm. Rocky 4 ist der coolste Film aller Zeiten. Nee, gut, das ist Quatsch. So, wo geht's denn hier weiter? Ich wollte erstmal meine abfrühstücken. Oh, sieh mal eine an. Ich wundere mich, dass du die nicht angemackert hast. Und zwar, dich kriegen wir auch noch. Der ist allein schon ein geiler Titel. Nichts. Wirklich, der sagt mir wirklich überhaupt nichts. Manchmal sagst du mir auch nichts, aber dass du den vergisst. Gut, ich muss auch sagen, der wirkt auch belanglos, ist aber ein geiler Film. Ich habe den nie vergessen. Es geht um Folgendes. Kommt ein Typ auf eine neue Schule mit seiner Schwester, wird gespielt von diesem kleinen, geilen Knautschgesicht, kommt in seine neue Klasse und dies und das und da gibt es diese Typen, die immer ganz vernünftig sind und ordentlich, immer im Joghurtshop abhängen und freundet sich mit so ein paar Metallern an, so irre Bekloppte, die Drogen nehmen und so ein Scheiß. Und dann behauptet er, diese Typen, die jetzt in dem Joghurtshop abhängen und voll normal sind, das waren früher meine Kumpels, ne? Die waren alle damals so irre und der behauptet, dass die umgepolt werden. Er sagt, ach, das ist doch totaler Quatsch und so, sowas passiert doch nicht. Und dann ist da wirklich, also da gibt es so ein ja, wie soll man das sagen, eine böse Vereinigung von der Schule aus, die solche irren Schüler nimmt, denen eine Gehirnwäsche unterzieht und dann sind das total die lieben, friedlichen Schüler. Ah. Das Problem ist nur, wenn die geil werden, drehen die durch und werden mega aggressiv. Oh. Und er mit seinem Kumpel will das dann... aufdecken, weil er glaubt das natürlich alles nicht. Mit welchem Schauspieler ist das? Man kennt die alle, aber vom Namen her sicherlich nicht. James Marsden? Ach, Katie Holmes macht mit, ja gut. Katie Holmes. Nick Stahl! Na, ja, den kenn ich. Schon allein wegen dieses coolen Namens. Könnte Pornodarsteller sein. Ja, allerdings. Dirk Diggler und Nick Stahl. Okay. Ja, warte, noch nicht ganz vorbei. Was ich daran cool finde, ist, er glaubt das natürlich nicht, der Neuankömmling, bis dieser irre Typ, der immer mit ihm rumrennt, von einem auf den anderen Tag auf einmal kommt er zur Schule, in Krawatte, alles ganz ordentlich. Ja, ich habe mich fein gemacht für meine neuen Freunde und dann glaubt er das erst. Das ist geil, geiler Film. Also, scheiße, guck mal. Okay, irgendwie sagt mir das was, aber den habe ich mir vielleicht mal als Videopremiere angeguckt oder so. Sein. Gut, dann komme ich mal zu einem Film mit Samuel L. Jackson und Kevin Spacey. Warte, sag nichts. Verhandlungssache? Ha! Wieder so ein Wort, was total langweilig klingt wie Zivilprozess. Ja, aber, der Film ist zwar geil, aber das ist wieder so einer, entweder glaubt der Typ, mit dem du verhandelst, das überhaupt nicht, oder er sagt irgendwann mittendrin, oh, weißt du was, du hast total recht. Erzähl du mal. Worum geht's denn? So, also, Samuel L. Jackson spielt so einen Verhandlungstypen von der Polizei quasi, der mit den bösen Jungs, wenn die Geiseln nehmen, die bequatscht und so, damit die aufgeben oder zumindest irgendwie Informationen über die rauskriegt. So ein Typen eben, ne? Dann gerät er in eine Verschwörung, weil irgendjemand die Pensionskasse der Polizei geraubt hat, keine Ahnung, irgend so ein Scheiß, ne? Und er gerät irgendwie in den Verdacht. Das Problem ist nur, dass diejenigen, die ihn bezichtigen, auch scheinbar damit drin hängen. Also hat er selber keine Chance, natürlich nicht, außer da reinzuspazieren ins Polizeirevier, bei der Inneren quasi im 50. Stock und da Geiseln zu nehmen.
und dann sie eben selber ein Geiselnehmer. Und jetzt erzähle ich weiter, weil du wieder ultra langsam bist. Na, zumindest der Typ weiß ja natürlich, wie man verhandelt. Er ist ja Unterhändler. Und das ist das Problem. Dann rufen die ihn dann auch an und ja, pass auf, du bist. Das ist ja deren bester Mann auch noch. Das ist auch noch deren Problem. Dann kommt der Zweitbeste oder der Letztbeste, was weiß ich. Und ist total nervös, mit dem zu reden. Ja. Und dann fragt er immer, was er sagt. Nein. Du hast Nein gesagt, Mann. Du hast Nein gesagt. Bei der Geiselnahme sagt man niemals Nein. Eine Geisel ist jetzt tot. Und der setzt ihn dann voll unter Druck. Und dann kommt ein anderer Superbulle an, mit dem er sich unterhält. Der glaubt ihm dann leicht, dass das alles eine Verschwörung sein könnte. Kevin Spacey. Der kommt aus einem ganz anderen Distrikt quasi und ist deswegen wahrscheinlich auch nicht involviert und so. Aber das Ganze und, funktioniert, fängt dann an, mit ihm zu fahren. Das Ganze funktioniert einfach so gut, weil er ja auch die Vorgehensweise kennt. Er weiß genau, okay, in einer halben Stunde werdet ihr mit dem Strom abstellen, in einer Stunde versucht ihr reinzukommen und kann auch dementsprechende Gegenmaßnahmen treffen und dafür sorgen. Das macht den Film interessant, geil, man kann zugucken, es macht wirklich Spaß. Geiles Ding. Ich ganz genau. Also das Setting ist so unrealistisch, wie es überhaupt nur möglich ist. aber der Film an sich ist wirklich richtig geil, weil der daraus das Beste macht und die beiden Schauspieler sind ja nun mal wirklich über jeden Zweifel erhaben. Und am Ende werden alle erschossen. Das ist es nicht. Das sagen wir jetzt mal nicht. So. Ja. Du bist dran. Ich schon wieder? Ach, ja. Verdammte Gerüste. Ich wollte euch erstmal meine abfrischen. Was haben wir denn hier noch? Ich diese Stellen übrigens, wenn du blätterst und so, ne, oder ich ja auch manchmal, die schneide ich dann immer raus, wenn ich mir das nochmal angucke. Das ist nämlich voll langweilig. Ich kann das mal alles hintereinander schneiden, falls ihr euch denkt, das sind zu viele Schnitte. Ich schneide einfach mal diese ganzen Blätterstellen alle zueinander. Dann haben wir 13 Stunden Folge von die schwarze Filmdose Blätter. Deswegen gebe ich mir auch immer die Mühe, dazwischen noch zu reden oder irgendwas zu sagen. Und das macht das Rausschneiden aber viel schwieriger, du Arsch! Du sollst das gar nicht rausschneiden, du sollst dein Gesicht rausschneiden! Na gut, ich wollte ja nur mal ein bisschen Behind the Scenes machen bei der vorletzten Folge. Okay, wir haben hier jetzt von dem guten, was? Kirk Wong? Das stimmt doch überhaupt nicht, ne? Ist ja egal. The Big Hit. Ja, sagt mir was. Ist so ein buntes Cover. Ist ein total irrer Film, das ist durchgedreht. Wir haben den letztens wieder erwähnt, dieses, seitdem ich 12 bin, habe ich immer was zu finden. Kommt auch aus diesem Film. Er ist total bescheuert. Ich weiß wohl, dass der von John Woo sein soll. Den habe ich mir letztens erst gekauft, weil ich den so witzig finde. Eine Horde von Killern, alles, aber nicht dieses typische, angestrengte Killerbild, was man sonst so kennt, sondern junge Leute, die akrobatische Scheiße machen, um an ihr Ziel zu kommen, die immer so reden, ey, yo, Mel, zieh dir die Titten lang, Mann. So ist in der Art. Damals war das cool, heute nicht mehr ganz so. Es geht eigentlich darum. Ja, die Titten lang ist ein bisschen lustig, wenn ich das so. Ich glaube, das sind vier Typen und die wollen dann so einen kleinen Job nebenbei machen, kidnappen so ein Mädel. Wissen aber nicht, dass das die Patentochter von deren Auftraggeber ist, also deren Hauptauftraggeber. Der ist natürlich kacksauer und will wissen, wer das gewesen ist. Und die versuchen sich dann so rauszuschlängeln, während Mark Wahlberg, der immer will, dass ihn jeder mag, auf sie aufpassen muss. Dann entsteht da so eine kleine Beziehung. Das ist aber Action total durchgedreht. Das ist voll merkwürdiger Humor. Aber trotzdem ist es sehr unterhaltsam und auch übel. Der Film ist ab 18 auch ziemlich streng, weil da dauernd irgendwelche zerlegten Leichen durch die Gegend transportiert werden. Ich fand den sehr gut. Ja, für mich war das wieder so ein Piece of Fast Food, weißt du, weil den habe ich einmal gesehen und dann echt vergessen. Das ist aber, da sind dann diese Running Gags. Zum Beispiel hat der ein Video irgendwo rumliegen und die Videothek ruft ihn die ganze Zeit an und sagt, ey, wir leihen nicht ihre Filme nur an sie aus, sie müssen die irgendwann zurückbringen und tralala und... Vielleicht soll das den Film ein bisschen auflockern. Das macht ihn eigentlich auch ganz witzig, weil er am Schluss da reinstürmt und erstmal voll zu Sau macht. Das ist auch gut, okay. Okay. Geil. Ja, ich bin fertig. So, ich sag mal was über einen Film, den ich überhaupt nicht mochte und bis heute nicht mag. Und zwar der allerschwulste Film. Der allerschwulste Film dieser ganzen Welt. Und den Nicolas Cage jemals gemacht hat. Und zwar Stadt der Engel. Hab ich nie gesehen. Meine Fresse ist der... Ja, ich hab's schon gesagt. Und wenn ich schwul sage, meine ich jetzt nicht homosexuell, sondern... Doch, der ist homosexuell! Schwul. So, manchmal machen Wörter auch Wandlungen durch. Da müsst ihr einfach mit leben. Da musst du aber schwuchtelig sagen, weil das infiziert ja irgendwie Weiblichkeit. Das kann sein. Ist auch mit Meg Ryan. Also pass mal auf. Das ist nämlich so. Meg Ryan ist so eine Tussi. Ich hab den... Meg auf, Ryan ist das eine war Tussi. So, dass ich von einer meiner Ex-Freundinnen... gezwungen worden bin. Wie darfst du denn? Gezwungen worden bin, ins Kino zu gehen. Ja. Und das waren die schlimmsten 2 Stunden meines ganzen Kinolebens. Wirklich. Das ist ein Frauenfilm, wie er im Buche steht. 99,9% aller Frauen den total toll finden und der Rest sind Männer. Ja, wirklich fürchterlich. Also, Meg Ryan ist eine Tussi und...
und spielt eine Tussi, ist ja schon mal nicht schlecht für McRae. Das macht sie wirklich auch sehr gut. Ne? Ist auch also, gar nicht so einfach den für sie. Haaren und so, den Möpsen und so. Nicolas ich finde sie übrigens eine Dreckschlampe, weil die ja mit Dinges verheiratet ist, mit dem Typen von Dragonheart. Den hat sie dann beschissen mit Russell Crowe. Da, als sie den dann ordentlich durchgelunzt hatte und die Alte so ein Loch hatte, hat Russell Crowe gesagt, jetzt verfick dich weg. Und dann ist sie wieder zu dem Trottel zurück, zu Dennis Quaid. Und der Trottel... operierten Gesicht. Ja, der Trottel hat sie sogar zurückgenommen, der Vollidiot. Unglaublich, Dennis. Nur weil du keine guten Rollen mehr kriegst. Du musst dir mal Gedanken über die Sachen machen, die du tust, ja. Okay, ist auch egal. Auf jeden Fall, Nicolas Cage. Ich fange jetzt schon Top 15. Ja, diese beschissene Nicolas Cage spielt ist Mann. Ein Engel. Achso. Er ist also ein Engel. Ja, mein Penis hat er nicht nachgeguckt, aber auf jeden Fall kommt er auf die Erde, um sie irgendwie zu retten. Nee, ja, keine Ahnung, weiß was ich. Und dann, er ist auch total neu auf der Erde und so. Und er hat ja jetzt keine Flügel mehr oder irgend so eine Scheiße. Ich weiß es nicht, ich habe auch die meiste Zeit geschlafen während des Films. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass der Soundtrack richtig geil ist. Der Soundtrack ist richtig geil. Du bist dran. Ja. Danke. Was für ein beschissener Drecksspruch der Film. Wieder 4 Minuten meine Lebens, die ich nicht wiederbekomme. Also ich glaube, mein Penis ist auch mindestens um 3 cm geschrumpft. Gut, es sind immer noch 33 übrig, aber trotzdem. Also das war schon ein Verlust. Ein Verlust. So, pass auf, ich habe jetzt noch einen, und zwar... Sind wir aufgedreht heute? Nee, das bin ich, Entschuldigung. Den ich auch nur, glaube ich, einmal gesehen hatte, aber irgendwo in Erinnerung ein wenig geblieben ist, aber auch nur Fast-Food-Action war, wie du es wohl nennen würdest, und zwar der Film Phantoms. Ja, hab ich vergessen. James Woods. Nein, der neue Batman. Der neue Batman. Casey Affleck. Ach nee, das war der Bruder. Der hat einen Bruder? Ja, cool, der heißt Casey. Naja, zumindest Ben Affleck, richtig, der hier auch gar nicht mit aufgeführt ist, witzigerweise. Der spielt übrigens auch bei Dingmons Bummens mit hier. Warum geht's denn da überhaupt noch? Das ist doch, da ist eine Stadt, da ist er Sheriff oder so ein Scheiß und auf einmal sind alle Menschen weg und da tauchen da mal irgendwelche fliegenden Viecher auf und am Schluss kommt so ein riesiges Monster, das die alle gefressen hat oder deren Seelen. Der Trapperkeeper mal wieder. Der Trapperkeeper. Der kommt immer wieder um die Ecke. Nee, keine Ahnung. Also irgendwie geht's da so ein bisschen um Geister, um sowas ähnliches zumindest, was in irgendwelche Leute reinflutscht und so. Mein Penis. So, ganz genau. Und die aggressiv machen, die bringen sich dann gegenseitig um oder sowas in der Art. So, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber so schlecht war der Film eigentlich. Nee, war Peter er auch Weller nicht. Spielt da, glaube ich, mit. Und nicht James Woods. Kann das sein? Alter, ich hab sowas von keinen Plan. Ja, okay. Außerdem, warum rechtfertigst du dich eigentlich, wenn du schwul sagst? Du kannst schwul sagen, wann du willst. Schwul. Schwul. So, kommen wir noch zu einem schwulen Film. Und der ist wirklich, also, meine Güte, war ich enttäuscht. Es begab sich zu einer Zeit, als im Fernsehen, also im deutschen Free-TV, eine Serie namens DS9, Star Trek, lief. Und da ist gerade ein Krieg ausgebrochen mit dem Dominion. Ja, das ist aus dem Gamma-Quadranten, glaube ich. Delta-Quadranten? Ist ja auch egal. Aus einem anderen Quadranten. Ich hab's echt vergessen. Also auf jeden Fall ist da so eine böse Formwandler-Rasse auferstanden und hat eigentlich die ganze Star Trek, das ganze Star Trek-Universum vollkommen ins Chaos gestürzt. Die ganze Flotte war im Krieg, aber das Flaggschiff. Die Enterprise. Wovon sprichst du überhaupt? Ich will das nur kurz aufbauen, ja? Okay. Worüber ich mich so aufgeregt habe. Es geht um Star Trek, der Aufstand, ja? Pass auf, ich mache jetzt auch mal einen Aufstand. So, wie gesagt, es war im Star Trek-Universum waren wir auf diesem Stand. Und ganz am Anfang von der Aufstand, da beziehen die sich auch ein bisschen darauf. Da sagt sogar Patrick Stewart, also Captain Picard selbst, ja, meine Güte, die ganze Flotte kämpft gegen das Dominion und wir müssen hier so einen komischen Babysitter-Job übernehmen oder keine Ahnung. Stimmt, ja richtig, am Anfang, ja, da taucht ja selbst Captain Janeway noch auf, glaube ich. Nee. Doch, die reden doch ganz kurz miteinander. Das war aber Voyager, Alter. Das war jetzt auch, bringst du es komplett durcheinander. Das war auch gegen die Borg, glaube ich. Mach dich nicht unglücklich. Na, ist ja auch wurscht. Mich interessiert der ganze Rotter überhaupt nicht. Ich finde jeder, der Track hier ist, an so ein Pimmel. So. Pass auf, dieser Film, den fand ich von Anfang an schon erstens beschissen, ja, weil... War der von Brent Spiner sogar? Nee, von Jonathan Frakes auch, Director. Ja, gut, okay. Ja, der ist aber wirklich schwach. Der ist einfach schwach, weil es so...
der ist scheiße. Der ist wie eine Doppelfolge. Ja, das hat man auch schon tausendmal in TNG, also The Next Generation, gesehen. Das ist so ein Volk, das soll umgesiedelt werden, aber will nicht, weil die haben da irgendwas Besonderes oder das ist einfach deren Heimat. Blablabla. Während das Dominion, ja, gegen die ganze Flotte kämpft und da unter Kämpfentum und das Flaggschiff der ganzen Flotte. Ich war so sauer. Ich wäre fast aus dem scheiß Kino rausgegangen, ja. Besonders, weil es am Anfang auch noch selber sagt, so, ja, und wir müssen das hier machen. Ja, da habe ich gedacht, ja, warum macht ihr denn nicht was anderes? Aber warum setzt du dir so eine komische Rolle auf den Kopf? Aber ist dir was aufgefallen? Das war so die Zeit, wo man Trailer sich wirklich noch gezielt raussuchen musste oder sie einen Film ausleihen, um den Trailer auf der Videokassette vorher zu sehen. Vorher ist man ohne Ahnung in so einen Kinofilm reingegangen, ne? Das coolste in dem Film war Worf! Worf, wie immer! Und ich war froh, dass er, natürlich ist er auch abgezogen worden, ich meine, DS9 war stationiert zu der Zeit, ne, aber hatte natürlich nichts Besseres zu tun als mit der Defiant, einem der besten Kriegsschiffe, ja, Angriffsschiffe überhaupt da in dem Sektor. Der musste doch natürlich mitarbeiten. Hier bei denen, bei diesem Scheiß hier! Du bist manchmal ein wenig merkwürdig. So, jetzt geht's weiter und zwar mit, ach, den wollte ich mal kurz erwähnen. Der Film hier, Große Erwartung. Weißt du, wie ich den fand? Das passt jetzt ziemlich gut. Hab mir mehr davon erhofft. So. Ja, das passt ziemlich gut. Oh, ich habe hier Ernst. Ja, ein Animationsfilm. Wollte ich eigentlich mal erwähnen, weil... Ob das wohl auch Ernst so Animation, so eine kleine... Nein, ich glaube, das soll einfach nur Arm. Ah, okay. Gut fand ich an dem Film, dass es kein typischer Kinderanimationsfilm war, weil Leute hier, Woody Allen, Sharon Stone, Gene Hackman, Arnold Schwarzenegger, die Stimmen verliehen haben. Da geht's auch ganz gut ab. Also so rein für Kinder ist der nicht. Ganz interessant gemacht, ganz nett, ganz gut. Ich war mal auf dem Kreuzfahrtschiff, da war auch ein Animator. Ja. Das heißt das nicht Animateur? Das ist mir doch vollkommen egal. So, kommen wir noch zu einem beschissenen Film. Nee, komm. Jetzt machen wir mal was Gutes. Also was ich gut fand, und zwar war das ja auch die Zeit Akte X. Staffel 4 war gerade zu Ende. Oder war Staffel 5 zu Ende? Nagelt mich nicht fest. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall kam dann Akte X der Film. Und sollte das Ganze so ein bisschen vorantreiben. Nagelt mich nicht fest. Mega spoilern. Keine Ahnung. Akte X, der Film, hast du nicht jemals gesehen? Einen von denen, der so ist wie eine Doppelfolge, fand ich aber nicht gut. Das ist Akte X 2, Beyond the Truth. Genau, oder so und der war aber gar nicht vergessen. War, die kannst du vergessen. War nicht schlecht. Also aber der war noch richtig. Soll so verwirrend sein, dafür hätte man die letzte Staffel nämlich komplett sehen müssen. Ja. Und ich habe irgendwann damit aufgehört, weil mir die zu blöd wurde und deswegen habe ich den Film auch nicht gesehen. Aber der war so high budget, der war so richtig geil. Schon allein, als sie am Anfang diesen Bürokomplex da in die Luft sprengen, um irgendwas zu vertuschen. Ja, das war ja auch eine riesen Nummer damals, Akte X, ne? Da muss man aber denken. Es war wirklich, das muss man wirklich im Kontext des Ganzen sehen. Also, wenn man sich so die erste Folge von Akte X anguckt und dann danach gleich diesen Film, dann denkt man, was ist denn das für ein Unterschied? So, ne? Aber im Grunde war es trotzdem rein inhaltlich nichts anderes als eine langgezogene Akte X-Folge. Ja, aber das ist doch immer so, wenn man eine Serie irgendwie als Film noch danach... Ja, auch die gleichen Macher und der Regisseur war Rob Bowman. Ja, okay. Ja, auch mit David Duchovny und Gillian Anderson, ja, die eben Skalda und Mully, will ich immer sagen. Skalda und Mully. Ja, Mully. Du weißt ja, schon, spielen. Da sieht man aber tatsächlich das erste Mal so richtig live und in Farbe ein startendes Alien-Raumschiff. Ja, also man hat ja immer so Andeutungen nur gesehen und pipapo und Verschwörung und dieser komische Virus, der wie so Öl ist und bla. Also, naja, falls ihr es kennt, findet ihr es toll, falls nicht, findet ihr es scheiße. Vielleicht findet ihr das auch scheiße, wenn ihr es kennt. Aber das ist mir vollkommen egal. Also ich habe das gerne gemacht. Dass es extrem uncool ist, heutzutage über Akte X zu reden. Deswegen machst du jetzt weiter. Ich hätte hier noch zur Auswahl dieser Film Knock-Off, ja, wo es um eine Jeans-Fälscher-Bande geht mit eingenommen. Erzähl doch mal ganz kurz, bitte. Nee, ich weiß es gar nicht. Jean-Claude Van Damme. Ich habe den Film nie gesehen. Ach so, schön. Ich will den überhaupt nicht sehen. Doch, ich hab doch wohl, klar, das sind doch diese Explosionen, die grün sind, warum auch immer, aber will ich nicht drüber reden. Ich hätte hier jetzt noch Rush Hour, muss man eigentlich auch nicht drüber reden, ist ein Buddy-Movie. Stehe ich jeden Tag drin, muss ich mir nicht als Film angucken. Ah, da haben sie Jackie Chan ja nach Hollywood geholt und haben gepackt, wir packen dem mal einen überdrehten Furzknoten an die Seite und mal gucken, was draus wird. Ja, war das Chris Tucker mal wieder? Ja, ja. Ja, der hat mir heute auch wieder geholfen. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Sag mal irgendwas über Sean Penn. Ich brauche mal. Nein, heute ist kein Sean Penn. Nein, ja, nein. Ja, schade. Ich wollte mal ganz kurz über Der schmale Grat reden, der, glaube ich, der langweiligste Kinofilm ist, den ich jemals sah. Also im Kino. Da war ich ganz kurz. Auch der langweiligste Kriegsfilm und wahrscheinlich sogar der langweiligste Film ever. Ja, aber
da kann man aber sagen, man könnte den auch so sehen, wie er ja gemeint ist. Und gemeint ist hier ja wirklich ein sehr künstlerischer Film. Ich meine, man hätte Woody Harrelson und George Clooney und die ganzen Weltstars, die da mitgespielt haben, auch einfach beim Schlafen filmen können. Das wäre wahrscheinlich sogar interessanter ja, gewesen. Ja, das ist allerdings wahr. Hätte man gesehen, so wie schlafen die? Haben die eine Schlafmütze, eine Schlafbrille auf? Wer liegt neben denen so? Was, das wäre interessant Nein, gewesen. Also es sind ein paar lustige Szenen bei, wo zum Beispiel Woody Harrelson sich mit der Granate greifen will, auf einmal so einen Splint in der Hand und dann schmeißt er sich auf den Boden, um seine Kumpel sich mit in die Luft zu sprengen und sprengt sich seinen eigenen Arsch weg. Und man denkt, ey, warte mal, das ist doch der Schauspieler. Puff, okay, er ist tot, egal. So, ja, so ungefähr. Die Kameraführung hat auch einen Oscar gekriegt oder mehrere und so weiter. Darum ging es ja bei den Filmen. Künstlerisch wertvoll war der wirklich, das muss man sagen. Nur ist leider künstlerisch wertvoll nicht immer besonders gut. Nee, das ist wohl wahr. Zu gucken. Aber ein Schauspieleraufgebot hatte der Film sondergleichen. Also das muss man sagen, da hat wirklich jeder mitgemacht. Ansonsten, ich sogar mach du mal einen so. Pass auf, dann kommen wir mal zu einem Film, den jeder scheiße findet, auch mal wieder. Ich auch. Aber sehr gut. Und zwar den scheiße? Blade 1. Was? Das ist kackengeil. Ja, ich habe schon viele gehört, die sagen, das ist so Hanebüchen und mit diesem komischen... Erzähl doch mal, worum es geht. Das ist total herrlich. Die habe ich letztens wieder gesehen. Das ist eine Comic-Verfilmung. Den darfst du auch im Fernsehen absolut nicht gucken. Egal welche Uhrzeit, egal welcher Sender, die schneiden alles. Es ist ganz einfach. Vampire gibt es wirklich so. Also das ist die Voraussetzung in dieser Welt. Es gibt verwandelte Vampire und geborene Vampire. Und da gibt es einen, den Daywalker, der wurde nicht wirklich verwandelt. Seine Mutter wurde gebissen. Warum erzählt ihr das? Das kennt jeder Schwanz, aber ist egal. Genau, nicht unbedingt. Ja, zumindest wurde seine Mutter gebissen, dann wurde er geboren, hat so ein bisschen dann nur noch die guten Eigenschaften der Vampire, aber die Nachteile nicht und mehr. Natürlich hat er den Sunblocker Faktor 3 Millionen, weil er nämlich auch noch ein Schwanzer ist. Mega. Ich meine, das ist natürlich gar nicht schlecht. Ne? Ich habe auch bei der letzten Folge, ich habe mir die durchgeguckt und war total sauer auf mich selber, weil ich nicht gemerkt habe, dass du Ethan Hawke gesagt hast. Ja, das weiß ich. Ja. Gut. Jetzt hast du aber auch Ethan Hawke gesagt. Ich meinte Ethan Hawke, Man. Ja, so. Und ich mach nochmal ein Man und... Aber wie kommst du jetzt auf Ethan Hawke? Der spielt überhaupt nicht mit. Nein, ist mir nur gerade eingefallen. Ah, okay. Stephen Dorff spielt nämlich den Bösewicht. Stephen Dorff spielt mit. Und dieser Deutsche, der Dragonetti spielt, mir fällt der Name, Udo Kier. Udo Kier, genau. Super Schauspieler übrigens. Auch nie abgehoben. Der hat es nach Hollywood geschafft und lebt ganz normal. Das ist ein super Kerl. Macht ab und zu mal hier einen kleinen Cameo, da. Ja, und zumindest sagt sein ein verwandelter Vampir, ach, wisst ihr ja nicht, was die geborenen Vampire, ihr könnt mich doch alle mal, ich werde jetzt den Gott des Blutes auferstehen lassen in mir. Und das dann ist euch eigentlich ziemlich cool. Also, dass diese alte Vampirlige, sowas liebe ich ja, ne? Dass da ein Gott auferstehen soll und durch dieses Ritual und da braucht er Sachen für und natürlich das Blut des Daywalkers, klar. Und dann gibt es da am Ende einen ziemlich geilen Kampf und viele finden gerade dieses Ende zu überkandidelt und bescheuert. Ich finde das gerade geil irgendwie. Das hat so gut ins Setting gepasst. Aber ich bin, bin da auch affin. Das Gute an dem Ende ist ja, ich fand das ein bisschen schnell zu Ende. Er macht einmal Schnitt, Schnitt, er zieht sich wieder zusammen und sagt, ich bin ein Sterblicher, juhu, bumm, gleich bist du tot. Aber das Schöne ist, dieser Gott wurde erweckt, ist unsterblich, womit dieser blöde Gott aber vor zigtausend Jahren nicht gerechnet hat, dass die moderne Wissenschaft ja auch mal Blutverdünnungsmittel und so einen Scheiß erfinden könnte und dadurch, das überlebt er dann eben nicht. Das hat was, das ist gut, das ist okay. Das ist das Ende verraten. Besser als wenn er da aus dem Buch vorlesen müsste, um ihn wieder in die Hölle zu schicken oder so ein Blödsinn. Das ist allerdings so, oder Van Helsing noch Bescheid sagen müsste, damit der mal vorbeikommt. Van Helsing ist der geilste Motherfucker auf diesem Planeten und ich hasse es, dass niemals ein zweiter Teil rausgekommen ist. Halt's Maul! So, ich mache jetzt weiter mit einem ganz beschissenen Film, den jeder beschissen findet. Und ich auch! Und zwar Godzilla von Roland Emmerich. Soll ich dir mal was sagen? Nächstes Mal machen wir ein In Time wieder von 1980 an, aber dann nur die letzten Rotzfilme des Jahres. Ja, das ist viel unterhaltsamer, glaube ich, irgendwie. Ja. Aber da in dem Jahr kamen scheinbar auch echt viele Rotzfilme raus. Oder zumindest waren wir schon so alt, oder zumindest ich war schon so alt, dass ich mir nicht alles habe vorsetzen lassen. Dass ich auch mal gesagt habe, okay, da ist jetzt ein Riesenmonster drin, aber beschissen ist der Film trotzdem. Weißt du, das hätte ich, glaube ich, 5 Jahre zuvor noch nicht gesagt. Worum geht's denn jetzt? Was hast du gerade gesagt? Godzilla. Godzilla, der ist von 98. Ist doch beschissen, Mann. Was bist du? Hini. Mit Papapopoulos, oder wie er heißt, ja. Tetopoulos. Ja. Dass du das weißt, ist aber schon ganz schön traurig, ehrlich gesagt. Weil das ein Monsterfilm ist. Ich liebe Monsterfilme. Ja, und gerade zu der das Zeit ist ein Riesenhaufen Fisch. Ja, aber der Film ist... Komm, das ist ein Riesenhaufen Scheiße ist das! Nee, der Film war gut. Nee. Doch, der Film war gut. Das Beste, den finde ich auch heute noch das gut. Beste an dem Film waren die großen Regenwürmer aus Tschernobyl am Anfang. Der Rest war einfach scheiße.
Man muss sagen, also, ne, Godzilla war viel zu schlank erstmal. Ja? Mann, das ist eine mutierte Echse gewesen! Das ist mir vollkommen egal. Ja? Außerdem hatte ich am Ende tatsächlich auch ein bisschen Mitleid mit ihm. Gut, das sollte vielleicht auch so sein, ne? Aber weiß ich auch nicht, dass das er dann ein Eier legt und da schlüpfen dann auch noch so... Entschuldige, dass die Natur einen eigenen Plan hat. Ja, aber das war doch so geklaut von Jurassic Park irgendwie, ich weiß auch nicht. Warum? Weil ein Tier Eier legt? Willst du mit was? Ja, aber die sahen genauso aus, haben sich genauso bewegt wie Raptoren oder Entschuldige, dass der nun mal die Kinder so aussahen. Ey, das war einfach aufgesprungen auf wieder irgendwas, weißt du, was geil war vorher und das ist voll in die Hose gegangen. Klar, was mega, die behinderte Scheiße, der ist geil. Sag mal, was du auf Pleasant willst. Der macht Jean Renault mit. Ja. Und so. Von mir ist auch Jean Peugeot, ey. Oder Jean Pütze. Das hab ich auch mit. Wäre, glaube ich, sogar noch besser gewesen. In dem Kostüm, über was der hat wenigstens mal schönes gebastelt in seiner Hobbitheke. Ja. Pleasantville? Ja. Kennst du den noch? Das ist der Schwarz-Weiß-Film. Ach, der ist Pisse hier mit Tobi Mac Arschloch. Ja, Tobi Mac Arschloch, ganz genau. Boah, nee. Sag da was drüber. Ich hab den noch nie ganz gesehen, nie. Echt nur Ausschnitte, weil der geistig behindert ist, der Film. Und jeder, der den guckt, ist ein Schwachsinniger. Ja, dann lassen wir das. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, worum es geht, ehrlich gesagt. Nur die beamen sich in eine Serie rein, irgendwie in so eine 50er-Jahre-Serie. Und da ist alles schwarz-weiß. Und dann bringen die denen die Farbe zurück und so ein... Kram irgendwie ganz merkwürdig. Naja, gut. Klingt wie ein Disney-Film. Ist so ein bisschen wie die Einsteiger mit Thomas Gottschalk, weißt du? Nur mit Tobey Maguire eben so, ne? Nur viel schlechter als die Einsteiger. Ja, oder hat er sich gedacht, zieh mir mal einen Strampelanzug ran, spiel einen schlechten Spider-Man dann danach, ne? Ja. Gut, jetzt bist du dran. So haben wir ja nicht gewettet. Wie, Pleasant? Ach so, stimmt, du hast recht. Ja. Oh, dann kommen wir jetzt zu einem Film, der übrigens von Robert Rodriguez ist, was ich auch nicht wusste. Kann man auch mit einordnen in diese Filme, dich kriegen wir auch noch, Big Hit. Diese leichte Kost mäßig, aber mir blieb er immer in Erinnerung. Ich finde den fotzenmäßig geil. Und schon damals habe ich gesagt, dass der gute, Elijah Wood, mal noch eine größere Nummer wird als sowieso schon, und zwar Faculty. Weißt du, was der Witz ist? Als du gerade von diesem anderen Film die Story erzählt hast, dachte ich erst, du meinst Faculty, weil das war ja fast so ähnlich. Also jetzt nicht, dass sie alle Milch getrunken haben, sondern so, dass die auch so eine Verschwörung auf der Schule hatten und so. Ja, erzähl nochmal. Das ist ganz easy, cool listening und so. Da ist ein Schüler, der wird immer in die Eier getreten und so weiter, gespielt von Elijah Wood. Auf dieser Highschool ist halt Highschool-typisch. So, und auf einmal taucht da ein Lebewesen auf. Das tun die ins Wasser, das teilt sich dann zwei und keiner versteht, was da eigentlich los ist. Das ist eine Art Symbiont, der in die Menschen reingeht oder sie übernimmt. Eine außerirdische Spezies. Der bringt den Menschen aber nichts Schlechtes, sondern eher was Gutes. Es macht voll geklaut von Stargate. Ja, oder von die Körperfresser, was hier auch übrigens erwähnt wurde. Ja, natürlich, das ist da. Nette Schauspieler, die sonst eigentlich nur Kackrotze spielen, machen hier eine gute Nummer. Es ist so ein bisschen wie so ein Wes Craven-Film auch. Spielt Robert Patrick mit, Alter. Patrick Robert, wie heißt er nochmal? Der T-1000. Ja, genau. Ja, stimmt, du hast ja recht. Spielt den Coach. Genau. Und auch hier die Hure, die bei From Dusk Till Dawn auf dem Tisch rumdance. Natürlich die. Wer denn sonst? Spielt aber leider eine ganz enttäuschende Rolle. Sie tanzt nicht mehr nackig rum. Ja, aber schade. Nee, der Film ist schweinegut. Carrie Fisher hat da nicht sogar mitgespielt? Prinzessin Lea? Nein, aber deine geile Huren-Tussi macht da mit. Famke Janssen. Famke Janssen. Ja, fantastisch. Ja, allerdings spielt sie auch ganz merkwürdige Rolle. Aber dieser Film ist toll, der gefällt mir, weil die natürlich den versuchen, dann die schon infiziert sind, den Symbionten jedem in den Arsch zu stecken. Und die wehren sich halt dagegen, finden die raus, wie man die bekämpfen kann. Am Schluss kommt ein Riesenmonster. Mir gefällt sowas sehr, sehr gut. Der ist ziemlich gut. Ja, der ist auch wirklich, der klingt jetzt auch total bescheuert. Aber ja, es ist auch so Paranoia, weil die erstmal so nach und nach rausfinden müssen, was passiert hier eigentlich an unserer Schule. Die werden immer ins Lehrerzimmer gebeten. Ja, und so. Genau. Und dann kommen die ganz verändert raus und keiner glaubt denen und so. Das ist schon ganz viel cool, ja. Alles klar. Dann komme ich mal zu Dämon mit Denzel Washington. Wir wissen ja alle, dass er inzwischen Denzel genannt werden möchte. Das Witzige ist, wollte er wahrscheinlich schon immer, weil er so hieß. Das war genau die Zeit, wo ich anfing, Denzel Washington zu hassen. Denzel! Siehst du, allein deswegen hasse ich ihn schon wieder mehr. Okay. Ja, einfach, nee, ich fand ihn einfach ab da, so ziemlich ab da, auch einfach nicht mehr gut. Und danach habe ich seine Filme nicht gerne geguckt, ich habe ihn nicht gerne geguckt. Das kommt jetzt so ganz langsam wieder, aber auch nicht wirklich. Ich kann mit dem Typen nichts anfangen und ich will mit dem Typen auch nicht anfangen. Das ist merkwürdig, das ist wirklich merkwürdig. Na gut, okay. Also diesen Film gucke ich auch, das ist auch so einer, den ich, naja, einmal in zwei Jahren auf jeden Fall gucke, weil der einfach total geil und unterhaltsam ist. Ja. Da ist ein Serienkiller, Elia Cotillas.
der wird umgebracht in eine Gaskammer oder kriegt halt die Spritze, ich weiß nicht. Auf jeden Fall bringen sie ihn um, weil er böse Sachen getan hat. Und ja, noch während er da aber in der, ich sag jetzt einfach mal Gaskammer sitzt, fängt er so an zu singen und so ein komisches Verhalten einfach an den Tag zu legen. Und die fragen sich alle, hä, wie kann das sein? Was will der von uns? Na ja, gut, egal, der sei ihm tot, so. Dann ist er tot und dann beginnen aber die gleichen Morde, die er begangen hat, dann wieder von neuem. Und die fragen sich, hey, haben wir jetzt den Falschen erwischt? Kann doch gar nicht sein und so. Dann kommt aber raus und Denzel Washington ist, glaube ich, ein Polizist, ne? Ja, ja. Detective, so ja, und so. Und der kriegt so nach und nach raus, dass gar nicht der böse Ilia Curtis die er umgebracht hat, sondern ein Dämon, der in ihn reingefahren war. Und wenn die tot gehen, dann geht der in jemand anderen rein. Richtig, am besten durch Berührung, das geht am schnellsten. Er kann aber auch eine Zeit durch die Luft fliegen, aber nicht so weit, sonst vergeht er. Ja, richtig. So, und das ist ein geiles Setting, was echt Spaß macht, weil dieser Dämon immer, den jagt er natürlich, immer von Mensch zu Mensch springt und keiner ihm natürlich glauben will, dass es sich um einen Dämon handelt, weil wer würde sowas schon glauben? Und das ist ein richtig geiler Film. Das Ende ist auch richtig geil. Ich feiere da jedes das Mal. Das Ende finde ich total schlecht. Das ist eine geile Idee, von Anfang an. Idee. Das ist das Problem. Es ist überhaupt keine gute Idee. Das ist doch. Das ist so wirklich, da haben sie den Lehrling, der Drehbuchschreiber hat irgendwie den Kaffee holen muss, gesagt, wie willst du den Film ausgehen lassen? Ich weiß nicht, ich war noch gar nicht auf der Schule, aber ich würde mal sagen, da geht am Schluss in den Hasen rein oder sowas. Ja, 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 toll. Oder die können sich gegenseitig erschießen. Ja, das ist ne, das nehmen wir jetzt. Nee, das war schon ganz gut. Sei mal fair. Nee, das ist kacke. Arschloch.